Hallihallo, ich wollte mal wieder ein paar Neuigkeiten vom Server zeigen. Und am Startspawn hat sich jetzt nicht so viel geändert. Hier ist gerade Krach, weil da ein Monster ist. Ich wollte mal ein paar Neuerungen zeigen, denn der ein oder andere ist dazugekommen und hat auch ein bisschen was gebaut. Und dazu fliege ich mal kurz zu einer Nachbarinsel. Und zwar haben wir hier drüben eine kleine Ansiedlung, die sicherlich noch am Anfang ist, aber naja, sieht schon mal ganz hübsch der Anfang aus. Ein paar Wege und Stege im Bereich dieser Inseln, die hier dem Festland vorgelagert sind, mit einem kleinen Hafen. Ja, und von diesem Hafen aus führt unter anderem eben auch der Weg dann hier weiter zu einer kleinen Insel, wo ich jetzt gerade nochmal zurückgehe. Und da oben steht dann eine der Teleportboxen. Das ist ganz praktisch, wenn man auf der Spawninsel ist, ist man also hier im Teleportnetz und TravelNet. Und da kann man dann zum Beispiel hier in den Teleportraum. So, und vom Teleportraum dann in das TravelNetz, das von mir betrieben wird, wo ich verschiedene Sachen habe. Gucken wir uns gerade mal an. Das eine ist, ihr könnt meine Villa besuchen, beziehungsweise meine und die meiner Familie. Wir haben diese Villa mal in Minecraft gebaut und haben es dann geschafft, die hier zu übertragen. Zu übertragen in dem Sinne, dass wir halt das Ganze ausgeschnitten haben aus, also wir haben die Karte, die Minecraft-Karte nach meinem Test übertragen und dann habe ich so den ein oder anderen Steine noch ersetzt. Das geht ja mit so einem World Edit, was es hier eben auch gibt, ganz gut. Und naja, so ein paar Dinge angepasst. Zum Beispiel habe ich hier so runde Bögen, die passen zu diesem Baustil, den wir hier haben, auch ganz gut. Das ist die Familiensauna, das ist noch nicht ganz eingerichtet. Da Lavasauna. Das Bad. Da könnt ihr auf dem Server, also auch in mein Bad, mal reinschauen. Ist aber auch noch nicht so ganz fertig. Und das Schlafzimmer. Und neben dem Schlafzimmer geht es gleich in ein hübsches Schwimmbad. Da kann man dann ein bisschen ausruhen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen abhängen und ein bisschen Spaß haben. Naja, also das ist nur so ein kleiner Einblick. Ist aber auch noch nicht fertig eingerichtet. Und von der Villa aus, da kommt man dann über so eine TravelNet-Box dann natürlich zu den anderen Punkten. Und da sind zwei neue Bereiche eröffnet worden. Und zwar einmal ein Bergdorf. Das ist eigentlich noch nicht so wirklich besiedelt. Da habe ich im Prinzip gerade mal ein paar Wege angelegt. Es ist mitten in den Bergen und alles voller Schnee. Da oben sind Spezialäpfel und wer will, kann dann zum Beispiel hier ein hübsches Haus bauen oder wir könnten vielleicht eine Art Bergbahn bauen, um dann noch höher drauf zu kommen. Skifahren so direkt ist ja nicht möglich, aber zumindest ein bisschen Winterlandschaft genießen. Und das andere ist dann eine Unterwasserstation, die ist schon ein bisschen weiterentwickelt, insofern, dass wir hier also unter dem Wasser, ich gucke gerade mal, welche Tiefe sind wir da, minus 30 Blöcke tief. Da gibt es schon also erste Unterwasserstrukturen. Ich schalte jetzt gerade mal mit F9 da die Minimap um auf Radar und da sieht man, dass hier rechts, wie man sieht, in der Tiefe noch ein paar Minenschächte sind. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch erreichen.
Was ganz lustig ist, hier gibt es einen speziellen Stein, das ist ein sogenannter Glowstone Trap Stone. Und da kann ich dann auch durchgehen und bin dann unter Wasser. Muss allerdings aufpassen, weil hier die Haie sind relativ schnell und holen sich dann mich. Gibt auch noch eine untere Etage. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Forschungsstation oder Unterwasserwelt. Je nachdem. So, das sind also so neuere Bauten, die da jetzt entstanden sind. Was ich aber auch noch zeigen wollte, ist eine Möglichkeit, die ich dank einiger Bekannten aus dem Internet, über Twitter oder Facebook bekannt, aber auch schon live getroffen, was ich da nutzen kann. Und zwar gibt es ein offenes System, das ist im Prinzip sowas wie TeamSpeak, mit dem Unterschied, es ist eine freie Alternative und die nennt sich Mumble. Man muss eben einen Server haben, der also die Gespräche überträgt. Und hier ist es der Server RPI virtuell von diesem Bekannten. Und um das mal gerade zu zeigen, hier der Server RPI virtuell, um auf den drauf zu kommen und dann vielleicht mit mir über hier irgendwelche Bauten zu reden oder auch mit anderen, muss man diese Adresse eingeben. Der Name, die Bezeichnung ist egal, das macht man halt, wie man es haben will. Mytest.rpi-virtuell mit 2l.de. Der Port ist egal, ist nicht egal, der kann so bleiben, wie er ist. Und den Benutzernamen natürlich auch. Und wenn man dann drauf kommt, sich verbindet, wenn der online ist, der Server, dann hat man also hier verschiedene Bereiche. Und da habe ich eben freundlicherweise einen Bereich angelegt bekommen, bei dem ich mit anderen reden kann, die auf dem Server gerade hier tätig sind. Im Prinzip ist die Benutzung also gar nicht so kompliziert. Man muss eben nur den Servernamen, die Adresse eingeben und sich dann anmelden. Problematisch schon ein bisschen, es ist ein bisschen umständlich. Man muss, wenn man Mumble startet, erstmal den Audioassistenten durchlaufen. Das sieht sehr kompliziert aus, aber Mumble ist ein eigentlich sehr gutes System. Also man hat eine sehr gute Sprachübertragung. Und damit das auch gut ist, muss man eben so ein paar Dinge beachten bei der Einstellung. Und das wird über diesen Audioassistenten dann durchgeführt. Da werden dann so verschiedene Dinge eingestellt. Das lohnt sich aber, weil gerade weil Mumble so empfindlich ist, muss man zum Beispiel das Mikrofon ziemlich runterdrehen. Also wer Interesse hat, nochmal, wo haben wir? Achso, ich bin ja jetzt, ich gehe wieder raus, ich trenne mich wieder davon und verbinden. Da kommt dann eben hier RPI virtuell und die Adresse lautet mytest.rpi-virtuell.de und Port ist wichtig und der Rest kann beliebig verwendet werden. Ja, also wer Interesse hat und vielleicht auch hier ein bisschen auch über Weihnachten, über die Weihnachtsferien ein bisschen was bauen will, der kann gerne vorbeischauen. Sicherlich werden die jungen Bauinteressierten, die ich hier habe, die da schon angefangen haben, auch ein bisschen weiterbauen. Jo, ansonsten schöne Ferien erstmal.